Ja, hallo alle, liebe Rad- und Wanderfreunde. Als erstes mal ein schönes neues Jahr wünsche ich allen natürlich. Ja, für mich hat es nicht ganz so schön angefangen. Heute ist der 1. Januar 2022 und für mich hat der erste Tag begonnen in Karlsruhe in der Klinik. Da war ich in der Notfallambulanz, weil ich kann jetzt gerade mal 50 Meter noch laufen mit meinem Fuß und dann ist rum, dann kriege ich wahnsinnig Schmerzen. Also sprich, mein Bypass ist wieder zu und das heißt für mich, dass es jetzt dann losgeht. Am Montag habe ich Termin, da muss ich nochmal runter und dann wird nochmal CT gemacht und voraussichtlich am Dienstag kriege ich dann einen neuen Bypass, sprich, der wird operiert. Mittlere Operation hat es geheißen, also mittelgroße Operation, was auch immer das heißt. Ich habe es ja schon zweimal gemacht, ich weiß eigentlich, was es heißt, so arg schön ist es nicht, aber auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass es jetzt passiert, weil ich habe ja schon eine Weile gemerkt, es wird immer schlimmer und jetzt ist halt wirklich so, dass der Bypass wieder zu ist und somit fängt für mich das Jahr jetzt erstmal mit einer YouTube-Pause an und deswegen mache ich jetzt eigentlich auch nur das Video. Wollte euch einfach nur mitteilen, in nächster Zeit wird von mir wohl nichts kommen und trotzdem wünsche ich allen natürlich ein schönes neues Jahr. Mir wünsche ich es natürlich auch, ganz besonders. Aber ja, ich muss halt nehmen, wie es kommt, wie immer. Und wie gesagt, auf einer Seite bin ich auch froh, dass es jetzt so ist, denn jetzt wird wenigstens auch was gemacht. Jetzt wird was hoffentlich was Richtiges gemacht. Darauf vertraue ich jetzt mal. Und ja, und dann wünsche ich euch jetzt auf alle Fälle noch einen schönen Feiertag heute. Sprich, ein schönes Neujahr und morgen einen schönen Sonntag. Und dann nächste Woche geht's weiter. Und für mich geht es dann nächste Woche halt erstmal in die Klinik. So sieht's aus. Das ist der Stand der Dinge und das wollte ich nur mitteilen. Und tschüss.